Welcome back auf meinem Kanal, ihr Lieben. Heute ist Freitag. Morgen geht's für mich nach Spanien. Mein erster eigener Urlaub, meine erste eigene Reise in ein anderes Land alleine. Ich bin ja letztes Jahr 18 geworden. Mit Corona war das Ganze leider nicht so einfach. Deswegen jetzt erst 2021 die erste Reise alleine ohne Eltern. Wir fliegen nach Andalusien. Ich fliege mit einer Freundin vom Stall. Ich werde euch natürlich ganz viel mitnehmen. Ich starte dieses Video einen Tag vorher, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich morgen haben werde. Wie stressig das morgen in der Früh wird, wie das am Flughafen abläuft mit Corona und so. Keine Ahnung. Und damit würde ich sagen, let's go mit dem Video mit der Reise nach Spanien. Spanien angekommen. Wir sind seit gestern schon da und ich werde euch gleich mal ein bisschen rumführen und euch die ganze Anlage zeigen. Es ist alles selbst bezahlt. Wir finanzieren uns den Urlaub selbst. Wir haben auch die Anlage selber ausgesucht. Also wundert euch nicht, aber ich wollte euch ja hautnah mitnehmen. Deswegen zeige ich euch natürlich alles. Ich habe euch gestern nicht mehr mitgenommen. Es war jetzt ein bisschen stressig mit dem Mietwagen und dann waren wir direkt einkaufen, bevor die Läden noch zugemacht haben. Deswegen packe ich euch heute die Kamera aus. Heute ist der erste Tag, quasi fast schon wieder rum. Aber ich zeige euch jetzt mal die Finca. Und wir fahren jetzt gleich in einen schönen Lederladen, wo es ein paar kleine Sachen zu kaufen gibt. Wir freuen uns da schon mehr getroffen. Danach schauen wir uns dann noch das Städtchen an und ich nehme euch natürlich wie immer mit. Zu einem Gestüt, wo ein paar Verkaufspferde stehen, die wir uns anschauen wollen. Es ist noch relativ kalt, deswegen haben wir alle noch einen Pulli an. Ich schaue mir da den Nervioso an. Das ist ein Lusitano, ein Spanier. Und wir fahren ungefähr 2,5 Stunden hin und wieder 2,5 Stunden zurück. Also es ist schon ein etwas längerer Tagesausflug. Ich würde sagen, auf geht's. Ich habe euch davor schon mal ein paar Sequenzen eingeblendet von dem Gestüt, wo wir waren und von den Pferdchen, die wir gesehen haben dort. Es war sehr beeindruckend, aber es ist einfach eine andere Kultur, es ist eine andere Reitweise. Die Pferde werden anders trainiert, muss jeder selber wissen, was er davon hält. Morgen machen wir in der Früh einen Ausritt, da werde ich euch auch mitnehmen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, das ist der erste Ausritt. Am Montag sind wir normal geritten und Dienstag heute war Hufschmied, deswegen war heute ein bisschen Pause für die Pferde und wir waren ja sowieso unterwegs. Und morgen geht es dann in der Früh zum Ausreiten. Wir waren heute schon am Meer. Wir sind ganz früh aufgestanden, um 6 um genau zu sein. Und um 7 waren wir dann schon am Meer und haben heute ein Strandshooting gemacht. Viel weniger Leute in der Früh da, deswegen haben wir gesagt, wir machen das so und fahren da so früh hin.
Und es war wirklich mega schön beim Sonnenaufgang. Es war um 7 noch relativ dunkel, ist dann aber immer heller geworden. Ihr könnt gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbeischauen, da werde ich euch einige von diesen Bildern reinposten. Und es hat einfach 38 Grad heute. Es ist wieder eine richtige Hitzewelle hier in Spanien. Das ist wirklich krass. Also wir sind froh, dass wir eine Klimaanlage hier im Zimmer haben. Über Nacht ist es sonst wirklich, also sehr schlimm, auch beim Schlafen. Es kühlt am Abend zwar ein bisschen ab, aber nicht wirklich viel. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt die Strandvideos ein. Heute ist der vorletzte Tag. Wir fahren heute nach Cadiz. Also eigentlich ist es der letzte Tag. Wir machen einen Halbtagesausflug. Wir fahren ungefähr so eine halbe Stunde hin. Und morgen müssen wir schon relativ früh los um 8. Da geht unser Flieger. Also ist eigentlich heute der letzte Tag, wenn man so will. The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. And I can't. Ja, das war Cadiz, ihr habt's gesehen. Und ich werde jetzt auch gleich mal die Verabschiedung filmen, weil ich glaube, morgen habe ich den Nerv nicht dazu, wenn wir dann am Flughafen sind und alles ein bisschen stressiger wird. Deswegen habe ich mich hier ein bisschen zurückgezogen, um jetzt das Video zu beenden. Hier hinten habe ich einen kleinen Freund gefunden. Es ist wirklich warm, es war jetzt die letzten Tage nochmal richtig warm, wir hatten immer über 30 Grad. Wir verlassen die Finca mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Menschen hier sind wirklich sehr gastfreundlich. Es ist irgendwie traurig, jetzt wieder wegzufahren nach den letzten 10 Tagen. Es ist auch wunderschön hier in Andalusien mit den Pferden und mit dem Wetter und einfach alles. Aber wir freuen uns natürlich auch wieder auf zu Hause, auf unsere Verwandten, auf unsere eigenen Ponys, die daheim auf uns warten, die wir seit 10 Tagen nicht mehr gesehen haben. Es war wirklich wunderschön hier. Ich kann die Finca nur voll empfehlen. Also es ist eine Werbung aus reinster Überzeugung. Es ist wirklich schön hier, die haben das super hergerichtet. Das ist alles noch relativ Neubau, weil es die Finca ja auch noch nicht so lange gibt. Und die ersten Gäste haben sie auch erst dieses Jahr empfangen. Am Abend saßen wir ganz oft zusammen und haben gequatscht. Es ist aber irgendwie auch traurig, hier jetzt wieder wegzufahren, weil es einfach eine tolle Zeit war. Und wir würden jederzeit wieder herkommen. Wir haben schon gesagt, wir kommen vielleicht auch wieder. Ich musste noch mal einen kurzen Ortswechsel machen, weil gerade einiges los war. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Danke, dass du bis hierher geschaut hast. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.